Singe es schon ist an, schon oder? An. Ach, weiß ich doch es nicht, ist doch schon an. Doch. Ich wollte gerade Luft holen, damit wir uns für den Vlog vorbereiten. Heute ist Ballertag. Ich fange, heute ist ja Ballertag. Ne? Ja. Moin, Freunde. Moin. Wir drehen jetzt einfach ganz fix einen Vlog. Wir bereiten uns jetzt fürs Lunsa vor, laden schon auf. Der Pickup ist schon fast voll. Nein. Smoker ist schon drauf. Der Smoker ist drauf. Wir laden jetzt den C-Grill von Matthias auf, bisschen Kleinkram. Deswegen heute mal ungewohntes Outfit und dann geht's wieder weiter. Du lädst jetzt auf einfach. Ich lade jetzt auf, ne? Weiß, wie schwer Scheißing ist. Ja. Gut. So. Nee. Gut. Schön. Ne? Ne? Ja, bis gleich. Bis gleich. Ne? Ja. Vor allen Dingen auf den Haufen. Oh Gott. Alter. Genau, das Jude-Stück. Komm du mal rein, Alter. Jetzt springen wir uns weiter. Ja, machen wir dann. Ne? Lass den mal knüppeln. Dann. Praktikanten, machen. Wir haben einen Praktikanten hier. Das habe ich gehört. Was? Ja. Das habe ich genau gehört. Meine Decke? Hier kalt oder was? Wir zünden jetzt ein Spanngurt und dann seht ihr, wie das Auto beladen ist. Ja, und dann haben wir ein Bier, würde ich sagen. Ja? Ja. Ich habe Bier gehört. Ja. Wieso? Ich habe Durst. Du hast Durst? Ja, ist verdammt trockene Baustelle hier. Ne? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, musst du hier mal hoch und jetzt kriegst du saufen hier. Nicht mal Wasser. Kannst du dich bitte auf die Fresse legen beim Runterkommen? Nein. Dann habe ich das nämlich auf Video. Nein. Schade. Aber wir zünden jetzt ein Bier, ne? Da haben wir schon drei Sachen drauf. Ja, das stimmt. Machen wir auf das Gerät. Auf. Zack. Ah, geil. Oh, baustellenmäßig, ne? Schmeiß weg. Wir machen jetzt ein kurzes Pause-Bier. Ja, ne? Oder Prost zwei. Heißt trinken, ne? Jetzt geht's. Machen wir mal. Machen wir mal? Ja. Ich habe noch mehr Durst. Achso. Mm. Fahren wir zum Lunsa. Erstmal fahren wir noch einkaufen. Und dann geht's zum Lunsa. Ja, ich versuche dann morgen dann halt während der Fahrt mal ein Video zu machen, ne? Ja, das kriegst du hin. Mal gucken. Das wird dann so ein. Und irgendwann siehst du noch die Decke vom Auto oder den Fußboden. Ist das so richtig, Herr Bäppschler? Ja, dafür machen wir morgen Party. Das ist richtig. Da zünden wir uns richtig ein. Da hauen wir uns mal richtig ins Gebälk. Ne? Ja. Wellberg glätten. Ohne Rüstung versilbern. Drei braune Glühbirnen ins Regal stellen, würde ich sagen. Ohne Glühbirnen ins Regal stellen. Reste zählen am Altglascontainer. Guck, was wir geschafft haben. Den braunen Glascontainer durchwühlen. Was? So ein Wachtelbraten. Schön auf dem Spieß. Kannst du die ausnehmen? Was willst du da aus? Ich kann es aber auspusten. Telefonieren wir dann in die Kamera rein oder was? Mein Gott, das ist hier so ein Hitze und so ein Bügel hier, weißt du? So ein vielleicht mache ich da eine SIM-Karte rein, können wir anrufen. Hallo? Ja. Ja, erste Mal beim Lunsa.
Ja, und Karl Barbecue ist mit dabei. Hier Hot Grill Barbecue. Heiko's Hot Grill Barbecue. Heiko's Hot Grill Barbecue. Ja. Oh, Stefan ist auch da. Ja. Also ich mache jetzt ja, das wird lustig. Wir freuen uns. Ja. Cool, dass wir euch kennenlernen durften. Ja, ja, schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Das wird auch in der Dorf. Endlich mal live. Also, ja, genau. Also vom ersten Blick mal coole Typen auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Ja, du schneidest jetzt weiter. Ich schneide weiter. Und ich mach so ein bisschen Filmerei. Ja, 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 das soll. Wie zu Hause, ne? Ja, ja, immer. Einer labert, der andere. Die Frau schnippelt und der Mann hockt auf der Couch. Genau. Hauptsache bringt Bier, das ist das Wichtigste. Ja, ich rein. Ne? Alles reinlunzen, würde ich sagen. Ja. Okay. Ich hab mich jetzt einfach mal dazwischen gemogelt. Ja, das ist so. Ich hab dich nämlich eben gerade nicht gesehen. Na, super. Ich hab mal Brioche-Stand gemacht. Okay. Also diese Buns. Ja. Die habe ich in die Sonne im Sommer rausgestellt. Da braucht man nochmal ein Rezept. Wir wollten nämlich mal Burger machen. Wir haben mit Brioche. Ein Burgerbuch und da ist das drin. Ah, sehr gut. Fandst du meinen Bun nicht gut oder was? Man kann ja auch mal andere ausprobieren. Ja, ja. Genau, man kann ja auch mal andere ausprobieren. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass er nicht schmeckt. Überleg dir, was du sagst. Ja, ich sag's dir doch, da krieg ich immer Ärger. Immer Ärger krieg ich. So, auf dem Lunsa sind wir nämlich heute. Ja, was machst du jetzt? Ja, moin, wir schneiden jetzt hier schön den Schweinenacken. Schneide hier in Zentimeter Stücke ungefähr, wenn ich sie kriege. Und die werden wir dann mit einem neuen Rub einreiben. War hier den. Den wir gekriegt haben, gerade eben. Und den wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, der Link ist dann natürlich in der Videobeschreibung, ganz klar. Genau, dann lassen wir den noch ein bisschen durchziehen. Ein, zwei Stündchen. Und dann wird das, glaube ich, richtig lecker. So, hier haben wir vom Heiko von Hot Grill Barbecue einen richtig geilen Rub gekriegt. Den probieren wir jetzt mal aus und dann machen wir einen schönen Spieß davon. Hier? Ja, ein bisschen Fahrradfahren, ne? Bisschen Fahrradfahren für die Hähnchen da, oder was? Ich fahr für Johnny ein bisschen Fahrrad, damit die Hähnchen richtig geil werden. Hauptsache die Kette springt nicht ab, ne? Wir wollen es hoffen. Ja, hast du mal ein bisschen was probiert von uns? Ja, sicher. Und wie fandest du es? Super. Geil, ne? 100%. Mega. Gib mal einen Check hier. So, hier, oh, hier, externe Festplatte erstmal wegpacken, ne? So wie er hier, ne? Ja, alles gut? Ja, super, mega. Freuen wir uns drauf. Ja, unter Pickup-Freunden macht man das so. Ja, unter Pickup-Freunden macht man das so, ne? So, Nordschleife geht klar. Nordschleife geht klar. Ja, siehst du. Passt also, ne? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Treten. Danke, Lifeheads. Bis denn, ne? Und jetzt abschalten, würde ich sagen. Ne? Oder dranbleiben. Ja. Ja, wir machen noch ein bisschen was, ne? Ja, ein bisschen machen wir. Ach, wir haben gar kein Bier, ne? Nee. Ah, da müssen wir noch ein Bier holen dann. Jetzt gibt's Ärger, siehst du? Ja, genau. Ja, genau. Du sitzt ja genau auf deiner Decke. Du hast deinen Fuß auf deiner Decke drauf. Ja, so. Pause. Pause. Richtige Pause. Oh, genau. Oh, ist das süß? Ja. Wie hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. Ja, lecker? Ja. Hast du auch so ein paar Sachen von uns probiert? So? Cannelloni, Gyros? Ja, ah, stimmt, du warst ja zwei, dreimal da, ne? Ja, hab ich ja gesehen, ne? Für Mann und Kind. Ja, war super. Ja, hat mega. Sehr gut geschmeckt. Das freut uns. Cannelloni war mal was anderes. Ja. Ja. Ja, das war auch so ein Experiment, sag ich mal, ne? Ja. Mit einem Vorlauftest. Ja, hat nicht ganz so geklappt. Hat geklappt. Ja, doch, war super. Aber der Bacon hätte ein bisschen größer sein müssen. Ja, wir haben zum Schluss noch mal auf den Grill geschmissen. Ah, okay. Warst du nicht mehr dabei, ne? Ach, Smoker, wir haben den ersten gekriegt. Wir haben den Smoker nicht heiß gekriegt bei dem Wind. Ja, der Wind hat alles weggezogen. Aber im Grunde, ne? Super, cool. Freut mich. Ja, dann machen wir uns weiter. Ja. Viel Spaß euch noch. Guten Hunger. Gerne wieder. Ja. Ich hoffe, wir sind auch wieder dabei. Ja, wir sind wieder dabei. Ja, mit Johnny, ne? Und du bist auch dabei? So, Heiko, was geht ab? Ne, und wir sind ohne Bier hier. Ja.
Super. War geil, oder? War mega geil. War richtig geil. Geil, aber ich kenne den Saal auf jeden Fall. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Ja, ja, ich hoffe. Auf jeden Fall. Weil das heißt, nächstes Jahr heißt es immer nächstes Jahr, weil so wie ich den Johnny kenne, ruft der dies hier noch einen. Dann machen wir dies Jahr noch eins. Machen wir dies Jahr noch eins. Dann zünden wir jetzt noch eins durch, ne? Machen wir. Ja. Auf geht's. Zündung! Geht ab. Wie ist es? Gut. Geil? Geil, absolut ja? Geil. Ja, super. Das ist das Geilste überhaupt hier. Was hast du dafür getrunken? Ja, Jackie. Geheim Titel, kriegen wir das? Vom Heiko. Ja, ihr habt euch zu schnell verabschiedet. Ja, wir müssen ja noch mal quatschen. Wer zu, ne? Wer zu schnell ist, den beißen die Ameisen. Das war schon immer so. Ja, war geil, oder? Ja, war super. Mega. Ja, also, wir waren. Also, das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei. Und wenn der Johnny dies Jahr im Herbst nochmal anzündet. Ja, dann zünden wir mit, ne? Dann zünden wir alle mal zusammen. Dann zünden wir mit, oder? Und dann hier 3, 2, 1, zünden! Mega, alles klar. Prost. Prost, Agent, ne? Super geil. Ich bin ja immer der Kleinste hier, ne? Was möchtest du wissen? Ich will wissen, wie es dir geschmeckt hat. Also die Cannelloni, ja? Mit dem Hackfleisch drin, mit dem Bacon. Und das Sahnehäubchen war das schön mit Honig ein bisschen oben drauf. Ja, das habe ich gehört. Und dann hast du diese Süße dabei und dieses Knackige und Fettige von dem Bacon. Ach. War super lecker. Also geil, sehr gut gelungen. Das freut mich. Das ist auf jeden Fall was zum Nachgrillen. Ja, das müssen wir mal nachmachen. Ja. Rezept gibt es dann irgendwie in der Infobox. Irgendwann. Mal gucken. Nicht? Also wir zünden jetzt erstmal noch, würde ich sagen. Danke für dein Feedback. Cool, dass dir geschmeckt hat. Auf jeden Fall zünden. Zusammen? Ja. Zünden! Wie fandet das denn heute? Ja, war super. War geil? Ja, mega. Mega? Deine Cannelloni in Speckmantel. Ah, ja, war mega. Ja, die waren der Knaller mit Honig drauf, ne? Allein die Spitze. Und der Raucharoma. Ah. Ja. Was sagen wir dazu zu? Los! Was soll man sagen? Lunzen oder Zündung? Zünden. Zünden. Also die Cannelloni war geil, ne? Die Cannelloni war mega. Was sagen wir dazu? Zünden! You can do.
Dude can do. Dankeschön. Hier, lohnt das Gold. Ja. Hier, Zündung, würde ich sagen, hier, ne? Hier, zack. Ne? Ich mache das Tolle. Oh, der Wettchen ihn ja. Doppelfaust. Oh. Also, pass auf. Was ja. Ist denn mit den Löchern in der Wand schon erzählt? Nee. Also treffen sich zwei Löcher in der Wand. Ne? Das ist das eine so, ey, sag mal, wie lange wohnst du schon hier, sagt der andere. Ich bin nur hier geboren, Mann. Meinst du, Johnny, was sagst du? Wie war ja, das? Ja, geil, um 8000 habt ihr hier gezaubert, Freunde. Ne? Und was sagen wir dazu? Ja. Zünden! Zünden! Aber hinten hätten wir noch einen Flachwitz. Ach so, ja. Genau. Ja. Da ist er auch schon. Dann zünden wir einen raus, ne? Lohnt's mal einen weg. Ist eigentlich veganes Grillen glutenfrei? Zünden! Zünden! Der hat mir sogar gefallen, wirklich! Okay, der war super, ey! Hier, alle stehen sie in der Reihe hier, ne? Was gibt das denn jetzt hier? Und ich stehe vorne. Was gibt denn das jetzt? Was wo? Was gibt denn das hier? Was ist doch nicht. Ach so. Ja, so bin ich. Dann werden wir das Ganze mal hin. Ach so. Ja, mal gucken, was ja hier los ist, ne? Ah, hier eine Waffel gibt das hier. Ja. Hallöchen. Warte, mit Bacon soll ich noch haben. Ei. So, dann gehen wir noch mal ein Stückchen weiter, ne? Ihr wartet auch alle auf eine Waffel? Ja. Ja, sicher, ja klar. Ja. Ja, scheiße. Da müsst ihr noch ein bisschen warten, ne? So, ne? So läuft das nämlich, ne? Ja, Prösterchen, oder? Prost. Ja, Zündung, ne? Alles klar. Zünden! Ich weiß ja gar nicht, wie das geht jetzt hier. Ja, einfach den Ball nur drüber schieben. Ja, nicht so. Ach so, ja. Ja, ich habe auch 200 Puls für den Joghurt umrühr. 2-2. Okay. Ich sag mal so, gegen Kevin James zu verlieren ist nicht schlimm. Hast du gewonnen? Komm her. So, gehen wir was trinken. Ja, finde ich auch. Zünden! Jetzt abschalten, würde ich sagen.